Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Russian Fishing 4 mit dem Underwater Fang. Wir wollen heute mal wieder auf Karpfen angeln, aber mit einer sehr guten Chance auf Trophy. Und habe gestern auch zum Beispiel einen 20,8er Geisterspiegler gefangen. Ich habe gestern in 3 Stunden 8 Trophys gefangen. Also ich hatte einmal nachmittags 1 Stunde geangelt und dann abends nochmal 2 Stunden. Und mit dem Relog ging es dann auch wieder ein bisschen besser nach der ersten Stunde. Also man muss halt wirklich irgendwie einen Relog machen, weil ansonsten ist halt nach einer Stunde leider der Spot so ein bisschen erschöpft. Und wir angeln jetzt hier mit Pellets und Boilies. Also klassische Haarmontage. Und wir sind jetzt hier gleich am Spot. Das ist jetzt hier unten auf der Karte, unten links. 64 oder 63, 94. Hier bei D7. Und wir schmeißen hier so ein bisschen rechts von der 3 runter. Und wir haben jetzt hier drauf neutrale Pellets 20. Die sind auch sehr günstig, also vom Preis. Die kosten 7 Silber, die Pellets. Vanillecreme 20 als sinkender Boilie. Old Pal Sahne, wie gesagt, Pellets sinkender Boilie. Ich habe jetzt halt Ultra Serious Berserk Hooks 4-0 bis 2-0 drauf. Und wir schmeißen jetzt einmal mal direkt aus. 35 Meter. Genau, 35 Meter. TVA zeige ich auch gleich nochmal am besten, dass ihr das gleich habt. Ja, das lief bei mir sehr, sehr gut gestern. Maismehl, Vanille Feed Pellets 3, Sahne Feed Pellets 10 und 8, Helmwen Sand Mais und Vanillecreme. So, ich guck mal gerade, PVA haben wir noch 11 Stück. Den können wir erstmal auswerfen, bevor wir das nächste PVA machen. Einmal hier so ein bisschen linksseitig werfen. Wie gesagt, alle 3 Routen jetzt das gleiche drauf. So, 35 Meter haben wir alles soweit. Warten wir ein bisschen. Und hier nochmal rechts. Aber wie gesagt, gestern da in den 3 Stunden mit den ganzen Trophys da 2600 Silber gemacht. Steht bei mir im Discord auch nochmal alles drin. Link zum Discord auf jeden Fall in der Videobeschreibung, wenn ihr auf bei den Kommentaren beim Video auf mehr ansehen klickt. Bei den Kommentaren. So, ich bin gespannt. Wie gesagt, alle 3 Routen das gleiche. Hier habe ich auch 4-0er Haken drauf. Wie gesagt, rotes. Wieder Vorfach wie immer mit 60 cm. Lehmblei, braunes Camouflage, Leadcore. Und hier habe ich jetzt mal 2-0er Haken drauf. Ja, ansonsten alles gleich. Ich melde mich auf jeden Fall gleich zurück, sobald die ersten Bisse kommen. Das dauert halt einen kleinen Moment. Und dann sollte das auf jeden Fall losgehen. Also Frequenz war so ungefähr 30 Fische die Stunde. So, da kommt auch schon der erste Biss. Also hauptsächlich fängt man hier halt Schuppenkarpfen und Spiegelkarpfen. Aber wie gesagt, mit Chance auf seltene. Wurden gestern auch schon einige Geisterspiegelkarpfen, Trophys gefangen. Ich hatte gestern hier auch noch einen kleinen Albino-Schuppen. Karpfen, Geisterschuppen, Karpfen und sowas. 5 Kilo, der erste Fisch. So, zweiter Biss. Gucken wir mal. Auch nochmal so ein mittlerer. Auch nochmal ein kleinerer Guppi hier. Ich hoffe, dass der Regen das jetzt hier nicht so stark beeinflusst, die Bissfrequenz. Aber wir haben ja gerade auch erst angefangen. Schauen wir mal, wie das jetzt hier weitergeht. Und da kommt direkt der dritte Biss. Jetzt mal auch wieder so 4-5 Kilo. Könnte auch, um die Bissfrequenz noch mehr zu erhöhen, auch zum Beispiel für die 2. Stunde interessant, könnt ihr einfach auch hier zum Beispiel kleinere neutrale Pellets nehmen. Zum Beispiel. Oder halt
kleinere Vanillecreme-Boilies. Machen wir gleich den nächsten Biss. Auch schon ein bisschen besser. Bisschen besser. Was kommt da jetzt? Aus wie ein Schuppi wieder, ne? Dunkler Kopf. Schuppi. Und der ist jetzt schon. Oh, 12,7 schon. Ein bisschen größer. Hat gestern auch Turnier gemacht, hier eine Stunde an dem Spot. Da hatten auch einige denn. Teilweise im Turnier 4 Trophys gefangen. Also 4 Schuppentrophys zum Beispiel. Wurden aber auch schon andere Trophys hier gefangen. Also wenn wir jetzt mal in die Rekorde gehen und uns das einfach mal angucken. Da wurden jetzt hier zum Beispiel Albino Schuppentrophy wurde da drauf schon gefangen. Geisterspiegel, hier ist alles voll. Alles mit Vanillepads. Mit neutralen Pads 20 und Vanillecreme. Seht ihr hier, ne? Geister Schuppi wird da drauf auch gefangen. Weißt du, rahmt das jetzt kein Trophy. Aber Geister Spiegel. Goldkarpfen geht zwar auch auf Vanille, aber habe ich jetzt hier an dem Spot noch nicht gehabt, Goldkarpfen. Obwohl, es wurde sogar auch ein goldener Spiegel gestern. Also im Stream haben sie auch erzählt, dass einer da gerade einen goldenen Spiegel rausgezogen hat. Ich weiß jetzt aber nicht, ob halt auf den Köder oder auf den Vanille Pop-Up oder. Ne, weil wir jetzt ja, wie gesagt, mit diesen neutralen Pellets angeln. Einige angeln ja halt mit Doppel-Vanille-Boilie. Ja, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. So, nächster Biss im Anmarsch. Ah, links ist auch. Ah, aber keine Bremse, ne? Nee. Hab kurz gedacht, vielleicht Bremse. Jetzt kommt der fünfte Fisch. An der mittleren Route geht auch schon. Sehr gut. Jetzt scheint die Frequenz so langsam anzulaufen. Oh, der, ah, so schlecht ist er gar nicht hier. So schlecht ist er gar nicht. Was die mittlere gleich macht. Kommt. Das ist ein Gerahmter. Ein Gerahmter, ja. Die mittlere weiß noch nicht so richtig. Hält sich noch ein bisschen zurück. Ja, Gerahmter, das sind halt auch so. Der ist ja auch öfter der Gerahmte. Oh, 14,6. Nehmen wir mit. Der ist ein bisschen kleiner hier. Da kommt jetzt der siebte Fisch. Der liegt auf dem Rücken. Ja, also Teilkarpfen hatte ich ja auch schon ein paar gefangen. Ist aber ein Spiegler, glaube ich. Mal 7. So, da kommen die nächsten Bisse. Auch noch kein großer. Dann jetzt Fisch 8 und 9. Gleich mal gucken, welche Zeit das jetzt war. Kilo. Wir müssen gleich nochmal Futter machen. Also mit kleineren Bodies hat man auch mehr seltene. Wurde mir gestern auch noch gesagt, weil der eine hatte gleich mal mit 15er oder so
Halt nur mal kleiner geangelt. Der hatte dann auch vermehrt seltene gehabt. So, dann mache ich jetzt erstmal gleich Futter. Und der nächste Biss. Der mittleren Route. Wir wollten ja nochmal gucken, wie viel Zeit jetzt schon vergangen ist. Wir sind jetzt bei 14 Minuten, bei 10 Fischen. Da kann man nicht meckern. Eigentlich halt auf 20er habe ich jetzt schon lange nicht mehr so eine gute Frequenz gehabt. Meist war die Frequenz dann immer, ja, deutlich geringer bei so einer Größe. Also seit Süßwassergrill Anfang des Jahres hatte ich jetzt auch so eine Größen nicht mehr so eine gute Frequenz. So, kommen die nächsten Bisse. Bremse haben wir leider noch nicht gehört. Mal schauen. Ja, auf jeden Fall gleich wieder PVA wechseln. PVA wieder rein. Schnelle Creme. Da kommt da rechts auch schon wieder ein Biss. Ja, auch kein großer. Und jetzt? Heilkarpfen, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. So, gleich die nächsten Routen hier. PVA ran. Jetzt geht's aber los. Hier 13 Fische jetzt schon. Der 14. Wie gesagt, es läuft halt ungefähr eine Stunde richtig, richtig gut und danach macht ihr entweder einen Relog oder ihr lasst den Spot sich erholen. Angelt halt woanders weiter. Wobei der Spot, finde ich, momentan echt am besten läuft. Und da jetzt. Ach, ich dachte gerade, schön, weil er schon wieder auf dem Rücken lag. Ah, yeah, und die Sonne so raufgeleuchtet hat. Dachte ich gerade wieder, was ist das denn? Und der mittlere Biss nochmal. Mal sehen, der Zuppler sieht schon vielversprechend aus, so ein bisschen. Bin gespannt, was da jetzt kommt. Der muss halt auch beißen, ne? Der, oh ja, oh. Ah. Eine Bremse, schade. Aber kein schlechter. Ist schon ein bisschen besser. Der ist schon ein bisschen besser. Ich war, glaube ich, der größte jetzt aktuell. Oh, das sieht... Ah, nee. Sah auch erst gut aus. Der geht noch ein bisschen hoch hier. Ah, der ist aber schon nicht schlecht. Also 15 könnte der vielleicht haben. Gucken. Oh, 16 sogar. Schön. So, den hier noch. Ah, jetzt kommt auch so ein bisschen
Kommt jetzt durch die Wolken. Man schon so ein bisschen blauen Himmel. Vielleicht hört es ja gleich auf zu regnen. Ja. So, Fisch Nummer 16. Habe ich jetzt an der mittleren PVA drin? Muss ich gleich mal gucken. Kann sein, dass ich hier... Ne, ist alles dran. So, nächster Biss. Nochmal kleinere. Nächster kleinerer Biss. Bin mal gespannt, wann der erste größere kommt. Also der eine Schuppi war schon 16, aber mal schauen. Ich will noch ein paar größere fangen. Vielleicht auch noch mal den einen oder anderen seltenen denn. Jetzt sind wir schon bei 21 Fischen. Mal gucken, ob wir gleich nochmal einen in der Bremse haben oder sowas. Mal schauen. Ob vielleicht gleich noch ein seltener kommt. Sind jetzt ungefähr hier so 35 Minuten ungefähr. Ja. Der hier ist auch nicht so verkehrt. Auch wieder ein Schuppi, ne? Ja, sieht wieder nach Schuppi aus. Oh, schon ein bisschen schwerer, ne? Wie groß ist er jetzt? Oh, auch wieder 15, okay. Weil Regen ist halt immer noch, ne? Sonne ist halt besser, ne? Ich sag's ja euch. Ich sag euch, Sonne. Sonne, das ist das Ding. Das ist der Shit, ne? Sonne bei R4, beste Bissfrequenz. Sei es auf Hecht, sei es auf Karpfen, sei es auf tausend andere Fische. Oh, kommt da ein seltener? Ne? Ein gerahmter. Mal sehen. Ich schneide jetzt auf jeden Fall bloß noch. Ich habe jetzt auch zwischendurch schon mal kleinere Fische jetzt nicht mit rangeschnitten. Wie gesagt, wir sind jetzt bei 23 Fischen, 38 Minuten. Ich schneide jetzt bloß noch Bremsenfische oder wenn halt ein seltener kommt. Ne? Alles klar. Bis gleich. So, jetzt pünktlich nach der ersten Stunde und nach dem Relock haben wir jetzt den ersten guten Fisch hier. Der ist auf jeden Fall nicht schlecht. Der war auch kurz mal an der Bremse. Den holen wir jetzt mal raus. Aber wie gesagt, in der ersten Stunde hatte ich jetzt ungefähr 30 Fische gehabt. Dann war halt die Frequenz halt runter. Also entweder bleibt ihr stehen, mit der Hoffnung, dass halt dicke Fische dann kommen. Oder ihr wollt halt wieder ein bisschen mehr Frequenz. Müsst ihr halt selbst entscheiden. Wenn ihr AFK fischen wollt, könnt ihr auf jeden Fall stehen bleiben. Trophy-Chance ist auf jeden Fall da. Und wenn ihr ein bisschen mehr Frequenz haben wollt, könnt ihr einen Relock machen. Ja, dann sind zwar auch wieder ein paar kleinere dabei, aber... Und ich finde, die seltenen... kommen mehr oder weniger alle nach der ersten Stunde. Also wenn man so die Schuppis und Spiegel so weggeangelt hat, dann kommen so, finde ich, vermehrt die seltenen. Also ich schätze mal, der hat jetzt hier vielleicht 20, 25 wird er nicht haben. Gucken, was da jetzt kommt. Auf jeden Fall ein schlechter. Und auch gleich mal ranzoomen, wenn er an der Oberfläche ist. Dann sehen wir das schon von Weitem. Mal gucken, was da jetzt kommt. Ich
bin auf jeden Fall auch gleich live auf Twitch TV. Während das Video jetzt wahrscheinlich rauskommt, bin ich auch direkt live auf Twitch TV an der Waterfrank. Link dazu ist in der Beschreibung über den Kommentaren auf mehr Ansehen. Findet ihr den Twitch-Link und das ist... Oh, das ist ein seltener. Der ist aber leider nicht... Der ist leider... Oh, der ist gut, aber ist leider ein Dings. Leider zu klein, glaube ich. Der hat keine 25. Ist... Das ist ein Geister, ne? Geisterspiegler, ein guter, ne? Aber ich glaube, der ist kein Trophy, oder? Oh, der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Aber leider kein Trophy, oder? Oh, 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 oh. Oh, nein. Nein. 24,718. Das gibt's doch nicht, Alter. Und Kevin. Nein. Kevin Geisterspiegel. Oh, schade. Wie schade. Oh, der war jetzt halt auch wieder neutrale Pelle 20 von Nickname 20 Sahne. Oh, wie schade. Gestern schon den 20,8er. Jetzt nochmal so ein Kevin. Eieieiei. Schade. Schade. Oh Mann, ey. Haben jetzt weniger als 300 Gramm gefehlt. Eieiei. Da haben jetzt weniger als 300 Gramm gefehlt. Wie gesagt, Video werde ich jetzt hier gleich zusammenschneiden. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Wie gesagt, nach der ersten Stunde kommen dann so die seltenen. Eine Barbe hatte ich halt noch gerahmt. Der Schuppi-Spiegel. Jetzt hat er noch einen schönen Geisterspiegel. Auch wenn es bloß ein Kevin ist. Trotzdem freue ich mich darüber. Schön groß. Ja, Silber gehe ich jetzt nochmal schnell. Ich kann nochmal schnell zum Shop gehen, während die Routen hier drin sind. Gehe ich nochmal schnell zum Shop. Beziehungsweise zum Fischmarkt und zeige euch gleich nochmal, wie viel Silber ich jetzt verdient habe in einer Stunde 13. Ich finde den Spot auf jeden Fall sehr interessant. Auf jeden Fall deutlich bessere Bissfrequenz wie mit den anderen Vanille-Geschichten. Und ich finde auch bessere Bissfrequenz wie bei 83. 83, 145 gegenüber Steg 1 ist jetzt kein schlechter Spot. Aber ja, also ich finde den Spot hier interessanter. Auch gerade mit diesen neutralen Pellets. Finde ich wirklich gut. Trophy-Chance ist da. Seltene, seht ihr auch, ne? Chance ist auf jeden Fall da. Wir gehen mal direkt verkaufen. Lass den seltenen jetzt erstmal drin. Also wir hätten jetzt verdient in der Stunde 13 552 Silber. Gut, klar, mit dem seltenen. Aber es hätten ja auch Trophys sein können, ne? Der Trophy hätte ja ungefähr genauso viel Silber gegeben wie jetzt der seltene. Also kommt schon ungefähr hin. Mit 500 Silber die Stunde. Das kriegt man auf jeden Fall hin. Gut, vielen Dank fürs Einschalten. Ich gehe wieder zurück an meinen Spot. Render das Video hier. Und dann sind wir nachher gleich live. Alles klar, vielen Dank. Tschüss.